Guten Tag bei diesem Blick ins Labor. Wir werden uns heute mit dem Directional Coupler oder Richtkoppler befassen. Wir haben ja bereits den Divider, den Splitter und den T-Adapter ein bisschen unter die Lupe genommen. Ein wichtiges Teil, das man auch noch braucht, vor allem wenn man Antennen oder irgendwelche Lasten abgleichen will oder tunen will, ist der Directional Coupler unentbehrlich, ein unentbehrliches Hilfsmittel. Ich habe hier ein Modell von Microcircuits. Es ist ein 20, sogenannter 20 dB Coupler, also im unteren Preissegment. Ich habe den auf eBay ersteigert. Die Frequenzbandbreite ist von 100 kHz auf bis 2000 MHz oder 2 GHz. Die Directivity, also das ist eigentlich die Schlüssel-Performance, die ist 27 dB. Die Einfügedämpfung ist nur 0,7 dB. Und was noch wichtig ist, ist das Coupling. Also wir haben eigentlich zwei Dinge, die wir gerne überprüfen möchten. Das ist das Coupling. Das ist irgendwie hier zwischen 1934 dB bei 2 GHz und im mittleren Bereich so um die 20 dB herum. Die Directivity ist irgendwo, man sagt hier bei, sei es 27, wenn man es anschaut, je nach Frequenz variiert das von ganz unten, ist nicht so wahnsinnig gut, nur 25, aber sagen wir mal hier bei 50 MHz, irgendwo fängt es an und wir sind dann irgendwo immer etwa bei 30 dB, Entschuldigung. Man sieht, die 2000 MHz sind ziemlich grenzwertig. Erstens wird die Einfügerdämpfung ziemlich groß, schon fast 2 dB, das ist nicht mehr so sehr komfortabel. Das Coupling fällt ab auf 1934, auch nicht mehr sehr viel. Und vor allem die Directivity, die ist kaum mehr zu gebrauchen. Also ich würde mal sagen, wenn man diese Frequenzen hier anschaut, auf ihren Spezifikationen 1300, also irgendwie bei 1500 MHz, 1,5 GHz dürfte Schluss sein. Wir werden das überprüfen, und zwar werden wir das überprüfen mit dem Level-Messgerät, mit dem Rote und Schwarz URVD, werden wir die Pegels messen und ich werde auch so irgendwie solche Punkte herausgreifen und die herauslesen und schauen, wo wir sind. Die Directivity und das Coupling wird vielfach auch zusammengezählt, also es gibt dann nur eine Kurve, 20 plus hier, also die 1946 plus die 32, wird vielfach zusammengezählt. Wir werden das genauer anschauen, als hier auf der Grafik dargestellt. Das ist natürlich einfach, wenn man das Coupling mit einer mit einem Maßstab von 10 dB von Strich zu Strich wählt, ist das natürlich eine Gerade. Wir werden das schon ein bisschen genauer anschauen. Das ist natürlich die einfachste Methode. Und ebenfalls die Directivity hat man hier auch, da irgendwo ist da 35 und dann hat man natürlich so schön auch 10 dB gewählt. Dann fällt halt hier der Abfall auf 20, respektive es sind ja 18,4, der fällt dann halt nicht mehr so auf. Also wir werden das ein bisschen genauer anschauen. Und ich werde jetzt zum Pegelmessgerät gehen und Ihnen dann die Werte zeigen. So, hier noch die Konfiguration, um das Coupling, das Coupling Loss zu messen. Ich habe hier den Eingang des Signalgenerators, den ich dann entsprechend den Vorgaben der Spezifikation einstellen werde. Hier einen 50 Ohm Abschlusswiderstand, damit die Impedanzen stimmen, und hier der thermische Messkopf, der dann zum Level-Messgerät geht. Ich habe die Tabelle ausgedruckt hier und werde mir da die Werte notieren. Das ist zum Beispiel jetzt der Loss und hier ist das Coupling. Frequenzen sind hier und dann das Coupling. Ich werde das sorgfältig aufschreiben und mal schauen, was wir da erhalten. Am Schluss werde ich dann die Werte nochmal präsentieren. Jetzt gehen wir zum Level-Messgerät und schauen uns die Sache an. Wir sind hier beim Messgerät. Wie immer kalibrieren wir zuerst
das Gerät, nullen die ganze Geschichte mit ausgeschaltetem Signalgenerator. Jetzt schalten wir den Signalgenerator ein und wir sind bei 100 kHz. Ich habe 100 kHz eingeschaltet. 1979 wären die Werte, die hier spezifiziert sind. Ich brauche nur noch einen Bleistift. Hier. Jawohl. Und wir haben hier 1992, also gar nicht so schlecht. 1992. Jetzt gehen wir auf 500 kHz. Das ist so, wie die Tabelle es vorgibt, damit wir das dann eben sauber vergleichen können. Dann haben wir 1952. Angabe ist 1957. Also sehr gut. Dann 900 kHz. Ich weiß nicht, wieso die auf diese ungeraden Messwerte kommen. Wahrscheinlich 1951, Angabe 1952, also sehr schön. Dann 188 MHz, keine Ahnung warum, aber wir folgen mal dieser Geschichte. 188 MHz haben wir jetzt eingegeben. 1980, 1946 ist die Vorgabe, also wir sind besser. Dann 544 MHz. Dann haben wir hier schön, ja, ein bisschen träge, 2051, 1985 ist die Vorgabe, also wir sind hier besser, dann 920 MHz, 920 MHz, da sind wir bei 2021, genau, und der Wert Vorgabe ist 2018, also wir sind auch besser, dann 1020, komische Werte, aber okay. 21.05 und Vorgabe ist 2018, 21.05, auch sehr gut, 1136, 1136, auch 21.04, das bleibt praktisch 21, ja, 2098, Vorgabe ist 2013, also wir sind auch noch ein bisschen besser. Jetzt kommt 1310, jawohl, 20, braucht ein bisschen, 2022 und Vorgabe ist 1996, also auch besser. Und dann gehen wir noch auf die volle Spezifikation, das ist 2 GHz. Und 2 GHz ist 1934 bei der Vorgabe, wir sind hier deutlich besser, 22 sogar. Deutlich besser, 2246. Ja. Okay, das wäre es für das Coupling. Das stimmt recht gut, sogar zum Teil besser als die Spezifikation. Jetzt werden wir noch die Directivity messen. Für das müssen wir den Coupler umstellen. Das werde ich Ihnen rasch zeigen. Damit man die Directivity messen kann, müssen wir schlicht und einfach Eingang und Ausgang vertauschen. Also der Signalgenerator muss auf den Ausgang, richtig hier, müssen wir das so tauschen, damit man wissen kann. Und jetzt hier dieser Abschluss kommt jetzt auf den Eingang. Das ist die Umstellung, die wir machen müssen. Und jetzt gehen wir wieder zum Level-Messgerät. Hier machen wir wieder dasselbe. Ausschalten und auf Null stellen, damit das normalisiert ist, damit wir da keinen Fehler einbauen. Richtig, wieder einschalten und jetzt werden wir leider feststellen müssen, dass der Coupler ja bei 30, 35 dB ist. Die Werte zählen sich zusammen, also die 20 plus die 33 oder 30 werden zusammengezählt und das geht über die Kapazität meines Thermosensors. Also kann ich nicht messen, es dauert vielleicht, macht er etwas, aber ich denke, das übersteigt die Kapazität des Messgerätes. Aber wir haben ja vor kurzem den Spektrumanalyzer synchronisiert und auf dem Spektrumanalyzer kann man jetzt diese Tiefenwerte anzeigen. Also wechseln wir zum Spektrumanalyzer. So, jetzt haben wir auf den Spektrumanalyzer gewechselt, der ist deutlich empfindlicher, misst auch bis minus 120 dB, wenn es sein muss, 130 sogar. Jetzt braucht es ein bisschen Akrobatik, damit man das schön sieht.
Ich habe jetzt wieder 100 kHz eingestellt. Man sieht jetzt 47 dBm minus. Das entspricht den 20 vom Coupling plus der Directivity. Gemessen haben wir 1992, also sagen wir 20. Die Directivity nach Spezifikation ist 25, also wäre 45. Also 47,03 ist ein außerordentlich guter Wert. 47,03, ich notiere das, 47, wir machen da keine Kommas und machen dann den Schritt auf 500 kHz. Und jetzt muss ich eben diese Frequenz hier einstellen, sonst ist das nicht schön in der Mitte. 500 kHz und Peak, voilà. Ja, sogar 50. Das entspricht gar nicht so schlecht, also wir hätten wieder mal die 20 dB, wir können die so als Standard annehmen. Directivity hier bei 500 kHz ist 33,97, also wäre 53,8, ein bisschen schlechter. Wir haben hier 50,29, ein bisschen schlechter, es wäre eigentlich 53 ungefähr. Und auch jetzt geht es alles, die Directivity ist 34, 32, 30, also es müsste immer deutlich über 50 sein, das machen wir jetzt. Der nächste Schritt ist ja 900 kHz, machen wir 900 einstellen, kHz, jawohl, genau, und dann Peak, 49, also hier sind wir doch ein bisschen schlechter als zuerst angegeben. Dann hat das, ja, wir machen da größere Schritte, 544 Megahertz, 544 Megahertz, und das stellen wir hier dann auch ein, 544 Megahertz, und schauen, was das gibt. 50,2, das sind 30,03 und 2051, also hier sind wir 50,5, hier stimmt es gut. Also in der mittleren Bandbreite, also im mittleren Bereich ist das okay. Und jetzt die 920, die da vorgegeben waren, 920 Megahertz. 920 Megahertz, hier auch wieder 920 Megahertz und Peak. Hier ist es schlecht. 920 sollte hier 28 plus 20, 48 sein. Also hier sind wir deutlich schlechter. Also hier bei 920 fängt die Directivity an zu schwächeln. Wir machen jetzt die 1136, warum die auch immer so sind. 1136 Megahertz und messen das. 37, es nimmt sehr stark. Also 1136 wäre 29 plus 20 wäre immerhin noch 49 und hier sind wir nur noch bei 37. Also man sieht, hier schwächelt die ganze Geschichte und ist nicht mehr ganz in den Spezifikationen. Dann gehen wir auf 2 GHz noch, das ist der letzte Wert, der spezifiziert ist, hier machen wir auch 2 GHz und Peak. 32 sollte, ja, hier stimmt es wieder. 20, hier ist eigentlich die Directivity nur noch 18, also Spezifikation wäre 38, 32, ja. Aber okay, also bei höheren Frequenzen ist die Directivity deutlich schlechter. Dies zu diesem Check von einem Directional Coupler aus dem tieferen Qualitätssegment natürlich, aber doch eine interessante Geschichte, wenn man die Spezifikationen so auf diese Art überprüfen kann. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.